Ja, hallo liebe Freischießen-Freunde, so langsam aber sicher geht es wirklich in die heiße Phase. Noch 2 Wochen und dann beginnt das große Fest auf dem Simeonsplatz. Heute Abend sind wir dann mal zum Besuch bei den Tamburen. Das ist eine ganz besondere Einheit und deshalb heißt es hier auch nicht Gewehrreinigen wie in den Wochen zuvor, sondern es heißt Instrumentenreinigen. Und warum das so heißt und was es damit auf sich hat, ob hier tatsächlich Instrumente gereinigt werden, das erzählt uns mal derjenige, der die Tambure beim Freischießen anführt. Das ist Ehrentambourmajor Karl Emil Zander. Alle nennen ihn Mücke. Mücke, erklär mal, was haben wir hier heute zu erwarten? Ja, die Instrumente werden tatsächlich gereinigt. Sie sind eigentlich immer sauber, aber so ein bisschen in den Ecken muss man noch putzen und so weiter und so fort. Und das Kind muss ja auch nun auch einen Namen haben. Ja. Neben mir steht der Spieß, der Vizefeldwebel Jörg Gellern. Jörg, wenn man in die Statistik einmal reinschaut, was an Freischießen-Königen, wie die Verteilung der Freischießen-Könige ist, da muss man feststellen, ihr tut euch da verdammt schwer. 1982 der letzte Königsschuss. Woran liegt es und warum wird es besser diesmal? Ja, woran liegt es? Natürlich an der Wahrscheinlichkeit in erster Linie. Ne? Wir sind ja doch eine recht kleine Einheit im Bürgerbataillon. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer den richtigen Schuss setzt, doch eher gering. Ne? Aber was tun wir dagegen? Wir schießen natürlich auch regelmäßig. Klar, versuchen unser Bestes, aber gehört auch ein bisschen das Glück dazu. Ne? Ja. Ja, ich darf an dieser Stelle mal sagen, dass die Tambure eine der wertgeschätztesten Einheiten bei uns im Bürgerbataillon sind, weil sie nämlich während des Freischießens unheimlich viele Dienste haben. Sprich, sie begleiten die Wachen jeder einzelnen Einheit, die den ganzen Tag übergehen. Vielleicht erklärst du uns mal in groben Zügen, wie das Freischießen für euch tatsächlich aussieht, auch im Vergleich zu anderen normalen Einheiten. Ja gut, wie gesagt, schon die ganzen Gewehrreinigungen, die im Vorfeld laufen, beanspruchen uns dann. Dann haben wir die ganzen Tage zum Freischießen, beginnt genau mit den Grünholen. Am Donnerstag unser Appell mit der Serenade, zusammen mit der Feuerwehr, Musikkapelle. Dann Freitag der Wachtag, Haupttag und Sonntag der Abschluss dann mit dem Zapfenstreich. Und quasi für jede Wache immer zweimal greifbar? Genau, richtig. Die Wache machen wir auch noch so für die einzelnen Einheiten. Der Wachdienst, der Wachgang in den Diensten, ne, in denen auch gerne Bürger des Minder oder aus Minden halt auch gerne verhaftet werden. Das ist so eine schöne Tradition in der Richtung. Und natürlich, da haben wir auch viel zu tun dann immer. Ne? Das glaube ich. Ja. Mücke, ich habe mir sagen lassen, bei euch wird nicht nach Noten musiziert und gespielt. Man sieht auch keine großen Blätter, wenn ihr durch die Straßen oder durch die Gegend zieht mit euren Instrumenten. Ihr habt ein anderes System. Vielleicht kannst du es mal erklären, wonach ihr spielt. Ich sag mal immer ketzerisch, wer bei uns Noten kann, ist falsch. Der bringt alles durcheinander. Wir üben nach Zahlen. Die Flöte zum Beispiel hat 7 Löcher und wir haben Zahlen, wo man die draufsteht, wie man die Löcher zuhalten muss. Man muss natürlich die Melodie können. Ohne Melodie, wenn man die Melodie nicht kann, kann man die Löcher, die Reihenfolge nicht spielen. Geht das irgendwann in Automatismus über oder muss man wirklich immer die Zahlen drauf haben? Das geht irgendwann in Automatismus über. Ah, ja. Das ist, wenn man erst den ersten oder zweiten Marsch kann, weil viele Passagen wiederholen sich immer, sind immer die gleichen Griffe und dann wird das immer einfacher, immer einfacher. Mhm. Und bei der Lyra ist es ein bisschen anders, da haben wir die Lyren mit Buchstaben markiert und haben dann, dass sie wissen, wo sie draufschlagen müssen. Ne? Pauke und Trommel kann man das natürlich nicht machen. Ne? Nein, das kann ich mir vorstellen. Jörg, zum Abschluss noch 2 Sachen. Ihr habt euch zum ersten Mal jetzt beim Freischen mit einer anderen Einheit zusammengetan, habt zusammen ein großes Quartier. Vielleicht sagst du dazu einen Satz. Ja, also wir sind zusammen quasi angeflanscht an die 3. Kompanie, haben da auch unseren eigenen Bereich, aber sind halt auf einer Terrasse im Prinzip. Ne? Das ist eine Ebene. Das ist einfach, weil wir auch da den Zusammenhalt suchen mit den Einheiten. Wir sind nicht getrennt und gerade jetzt auf dem Simeonsplatz, da bietet sich das im Prinzip an, ne, da auch mal diesen Versuch jetzt, also ein ganz neues Konzept zu starten, quasi mit einer Kompanie zusammen das Quartier dann zu bilden. Ja, wir haben da auch in der Richtung von anderen Einheiten Angebote gehabt, aber wir haben jetzt erstmal die 3. gewählt, ne, und ich glaube, das wird ein ganz tolles Ding. Ja, dann drücken wir die Daumen und zum
Die allerletzte Frage. Es gibt was Besonderes am letzten Freischießentag, so gegen 17.45 Uhr bei euch zu sehen. Da wird es nämlich ein bisschen nass. Was hat es damit aus? Ja, das ist die Taufe der Tambore. Ne? Jeder neue Tambor, der wird halt mit der Taufe ins Tamborchor aufgenommen. Das ist eine Tradition über Jahre. Ne? Und das wird halt dieses Jahr vor dem Preußenmuseum vor der Treppe dann stattfinden. Ja, prima. Das klingt doch alles sehr interessant. Und ich glaube, ihr habt gehört, liebe Freischießenfreunde, dass die Tambore alles andere als eine normale Einheit sind. Und auch wir treffen sie natürlich vom 4. bis zum 7. Juli auf dem Simeonsplatz beim Mindener Freischießen.